Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs 2. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier abgeladen wurde. Da hinten fährt so ein Dödel rum, der kam hierher. Ich wollte mir ein Auto schnappen. Und was macht er? Sprengt hier erstmal die ganzen Gasleitungen in die Luft. Eigentlich wollte ich ja mit ihm ein Team bilden, weil da ist ja diese komische Zecke da auf dem Bildschirm. Da unten links. Und die ist ja eigentlich dafür da, dass man eine Koop-Mission macht. Aber wenn er nicht will. Alter, was habe ich mir eigentlich da für eine Gurke geholt jetzt? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal hin und fahre zum Ranch. Weil mich das einfach mal interessiert, was der da tut. In dem Café. Und was er von mir will. Ich kann mich nämlich an den Anruf nicht mehr erinnern. Aber was soll's? Find mal raus. In ein bisschen was über 2 Kilometer. Sehr gut, ich gehe auf meine Seite. So. Hey. Schon weniger als 2 Kilometer. Die andere Sache ist, es gibt jetzt haufenweise Aufnahmeprogrammmöglichkeiten und so ein Gedöns. Jetzt habe ich ein Update gehabt von Nvidia. Und die haben jetzt wohl auch für einen PC die Möglichkeit, dass man seine Spiele da aufnehmen kann. Mit getrennter Audio- und Tonspur vom Game. Wollt einfach mal wissen, hat damit einer schon Erfahrung gemacht? Weiß da einer, wie das, ob das gut ist? Wie das funktioniert und so? Denn die Sache ist nämlich die, ich habe letztens beim Turbinator auf dem Twitter-Account, der hat nämlich auch ein Problem gehabt, bei dem sind die USB-Ports abgekackt. Sowas ähnliches hatte ich nämlich auch schon mit meiner Aufnahmekarte und da musste ich mir ein neues Kabel kaufen, damit die wieder gescheit funktioniert, weil das Kabel irgendwie einen Kabelbruch gehabt hat oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Vom ständig Umstecken von der PlayStation zum PC oder so. Weiß ich nicht. Deswegen wäre das eigentlich mal ganz cool, wenn einer weiß, ah, warte mal, hier, das Nvidia-Ding geht eigentlich ganz gut, wenn ich sowieso Nvidia am Start habe im Rechner, ne? Warum soll ich es dann nicht benutzen, wenn es funktioniert? Die andere Sache ist halt, da gibt es ja hier genug Freeware. Naja, das wird schon wieder. Ich habe nur noch einen stylischen Pirouette-Scheiß hingelegt hier. So. Auf jeden Fall gibt es halt einen Haufen Freeware-Zeug, aber wenn ich das sowieso durch ein Update schon krieg, das Zeug, wie gesagt. Und falls einer schon einen Plan hat, weil er es schon mal benutzt hat oder sowas, wäre das ja gar nicht so schlecht. So. Perfekt geparkt. Ich wollte gerade sagen, normalerweise ist das Icon irgendwie draußen, aber man hat es von draußen schon gesehen. Die 2 Xe, das sieht irgendwie voll witzig aus. Hat er mich jetzt gerade gegrüßt? Oh, gehen wir mal rein. 10 Donuts. Was ist das hier? Hauen wir uns erstmal einen Kaffee rein. In der letzten Folge ein Bier, jetzt ein Kaffee. Na toll, eben Pappbecher. Ja. Also jeder, der schon mal bei so einer Kaffeekette gewesen ist, ich glaube nicht, dass wenn die einem den Becher da einfach hinstellen, dass man da einfach mal so, ha, mein Kaffee, zack, und dann sich gleich den kompletten Kaffee reinjagt, weil ich glaube, da hast du danach keine Geschmacksnerven mehr, die hast du alle weggebrannt. Aha. Der ist gerade eingefallen, dass er was zu Hause vergessen hat. Mal gucken, was der Ranch will. Dir gefällt's hier, hä? Das Essen ist durchschnittlich. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß
oder gruselig? Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray? Vielleicht hat er einen Deal. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer. Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du, seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Bleibst du noch auf eine Tasse Kaffee? Schönen Tag noch. Man sieht, er hat sich gefreut. Der Ranch. Und jetzt soll ich... Wähle Mietchauffeur in der Driver SF App. Okay, aha. Warte. Aber das ist nicht meine Mission, oder? Was willst denn du jetzt? Ey, das nervt so. Willst du deine Mission hier durchgucken oder auf die Map glotzen? Kommt ständig irgendwelches komisches Zeug? Genauso wie ich jedes Mal aus Versehen am Start, bevor ich die Folge anfange, in diesem Uplay-Gedönse da lande, weil da kommt, hier. Hä? Ups. Wo ist jetzt die Mission? Also soll ich doch die Driver SF-App benutzen? Ich bin so nervös. Ich war noch nie Dungeon Master. Warte mal, wo ist sie denn? Ich wollte eine Käseplatte, aber Olli meinte, das da. Ist zu viel. Ich hatte schon mit beschissenen DMs zu tun und will nicht dazu. Ich muss noch Musik für den Abend zusammenstellen und die Garage ausdrucken. Vorsichtig fahren. Ich will es einfach gut machen. Okay. Sag mir, dass ich es gut machen werde. Besorgte dieses Fahrzeug, um Miranda abzuholen. Es hätte ja auch einfach laufen können und ich hätte einfach hier einsteigen können, ne? Aber es muss mal wieder ein bestimmtes sein, das wahrscheinlich wieder irgendwie bewacht wird oder so ein Scheiß. Geh mal weg da. Also so darf ich den Haar nicht fahren. Würde ich mal sagen. Okay. Kein Plan, was jetzt der Unterschied ist. Gibt es hier eigentlich auch Werkstätten wie bei GTA? Dass sobald ich einen Kratzer habe bei so einer Mission, ich wieder von vorne anfangen muss und vorher das Auto reparieren. Naja, wir werden es gleich erleben. Ich hole jetzt Miranda ab. Welche war das eigentlich nochmal, Miranda? Das klang irgendwie so, als ob wir die schon kennen würden, so wie die sich über die unterhalten haben. Ist das die, wo ihr so bekloppt durch die Gegend fahren wollt? Irgendwas explodiert hier. Danke, dass ich drehen durfte. Ich hab's Marcus? Was machst du hier? Hey Miranda, ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep, FBI. Dazu darf ich nichts sagen. Wir wollen zurückschlagen, aber uns fehlen noch Daten. Ich muss in ihr Büro in Oakland reinkommen. Du übertreibst es ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du, das FBI überwacht mich auch? Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden. Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt,
dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat? Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig. Gut, dann hätten wir das hinter uns. Also woher hattest du die Fotos von uns in der Bar? Sagen wir mal, ich habe eine Quelle. Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen soll? Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Okay, es hat ja genau gepasst bis hierher, dass die fertig gelabert haben. Jetzt steigt er durch die Mülltonne aus, oder was? Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns helfen kann. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Münztelefon im Außenbereich von Dallums. Heb ab, identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das dann kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich gebe dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. Danke. Eine beschissene Bewertung, weil ich einmal ein Auto gerammt habe, oder was? Ma. Und das war's jetzt, oder was? Steh auf der Straße, ihr Affen. Zugang zu den Dallums Towers wählen. Verschaffen. Wählen. So, dann zeig ich mal her den Case. Ich stecke in Schwierigkeiten. Das wird wieder. Ich hab mal kurz die Luft angehalten. Man fährt los, bam, direkt in die Bullen rein. Und sie haben nichts getan. Voll geil. Toll. Ich hab jetzt so einen scheiß Foto-Operello da auf der Karte, aber ich hab keine Ahnung, wie der Weg dahin geht. Fahre ich halt einfach mal irgendwelchen Quatsch zusammen. Oder gegen Bäume. Nee. Metallgeländer. Kaputt. Baum. Nett. Gut, der Baum ist auch 20 cm dicker als das Metallgeländer. Trotzdem bricht's ab wie so ein Porzellangriff an einer Kaffeetasse oder so. Ich gucke jetzt einfach mal ein bisschen rum hier und guck mal, ob ich das auch so finde. Naja, komplett andere Mission. Scheiße war's. Oder ich hänge wahrscheinlich gleich am Strand und muss dann außen rumfahren, weil das wieder auf diesen Außeninseln Geschister ist. Oh. Gleich bin ich wieder in so einem hohen Gang, dass der Ton vom Auto weg ist. War ja klar. Ah. Bin ich ja fast richtig gefahren. Wollen einen doch verarschen hier. Jetzt wieder 20 Kilometer. Warum muss ich jetzt wieder so weit zurückfahren? Ist die Autobahn so blöd dahin gebaut, oder was? Werde ich es mit diesem Auto noch schaffen? Ich weiß es nicht, denn es qualmt schon wie Sau. Warum musst du da im Weg stehen mit deinem Kompaktwagen da? Endlich ist die blöde Tür weg. So. Ja. Fast 3 Kilometer. Was fährt der für ein Scheiß zusammen? Der fährt ja noch beschissener als ich. Der fährt nur 20 km/h und fährt gegen die Betonmauer da. Und irgendwie ist mein Auto so im Eimer, dass ich den komischen LKWs nicht mehr hinterherkomme. Na gut, doch, okay. Aber halt langsam.
Verdammt. Ich wollte mir jetzt ein Motorrad schnappen, damit ich mit dem Motorrad abhauen kann. Oder weiterfahren kann. Dann halt nett. Warte. Oh, ich glaube, den hat es zwei, dreimal in die Streben gehauen. Na toll. Sag mal. Da läuft einer auf der Straße rum. Nö, ich muss es erstmal. Okay. Das qualmt jetzt auch direkt wie Scheiße. Egal, immerhin ist es schneller. Naja, auch nicht wirklich. Komischerweise. Ich finde das irgendwie voll seltsam. Diese komischen Elektroautos, die hier als rumgurken, diese ganz schmalen da zum Beispiel, die werden 500 km/h schnell. Aber ein Motorrad oder so ein Supersportwagen fährt gefühlt langsamer als die Dinger. Das ist nicht so ganz logisch. Ja, soll die Zickzacklinie da. So. Rote Ampeln gelten für mich nicht. Jetzt erstmal gucken hier, was das für ein komischer Tower ist. Sieht irgendwie nicht nach einem Tower aus. Okay. Hä? Nein, ich möchte keinen Showdown-Gedingse. Schau mal da, Ubisoft-Server. Was soll ich jetzt bei der Bank hier? Ach so, warte mal. Telefongespräch und so, ne? Mal gucken, ob ich jetzt gleich verhaftet werde. Hier ist Fred. Total quadratisch. Deshalb konnte sie nicht hier sein. Sie ist toll, weißt du? Wirklich toll. Wir haben die schlechte Phase, die ich dir erzählt habe, überwunden. Das ist also viel besser. Erreiche das FBI-Geschoss. Okay. Erstmal, Mikes hat viel zu lange gebraucht, um sein Handy rauszuholen, um das aufzunehmen. Und zweitens habe ich jetzt gedacht, der kommt mit irgendeinem blöden Wortwitz. Sowas wie Right Said Fred oder so. Und dann singt das Teil I'm Too Sexy For My Shirt oder sowas. Ich weiß es nicht. Warum ich bei Fred an den Blödsinn jetzt dachten musste. Ein Federngebäude. Ach, deswegen sind da so ein Haufen Taube, die hier rumfliegen. Kann ich da jetzt einfach reinlatschen oder was? So, hey, du wirst vom FBI überwacht. Oh, gut. Dann gehe ich mal direkt zu ne dazu und sag, ey, was ist bei euch los? Warum kann ich hier nicht hoch? Falscher Turm. Okay. Gucken wir erstmal. Ist das da eine Bar? Upp. Kriegt man da ein Leben dazu, wenn man da rein geht? One Upp und so. Als ich in San Francisco war, habe ich kein FBI-Gebäude gesehen. Gebuilding. Wie auch immer. Gehen wir wohl in der nächsten Folge in das Gebäude und suchen das FBI-Geschoss. Obwohl das eigentlich aussieht, als ob das ganze Ding hier fürs FBI wäre. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, das FBI-Geschoss erreichen. Wahrscheinlich heißt es einfach nur, komm in der fünfte Stock oder so. Gucken wir mal. Erlaub. Bis denn.